Hi. Heute zeige ich euch, wie ihr blockierte Kugellagerrollen wieder zum Laufen kriegt. Also ich habe mal mein altes Setup wieder zusammengeschraubt und da habe ich meine Kugellagerrollen eingeklebt und so und zwischendrin ist dann so einiges eingefallen und so, wie man die wieder in Ordnung kriegt. Also die erste Möglichkeit ist, die würde ich auch zuerst probieren, also wenn ihr jetzt euer Deck habt. Und dann würde ich dann bei den Rollen, also an den Achsen, dann halt einfach einen Washer mal hinten dran legen. Also bei mir ist es jetzt, also bei mir geht es gut, weil die Achsstifte relativ kurz sind. Das sind jetzt Below Trucks, also die White Trucks, also die Stage 2. So, macht ihr eine Mutter, eine Unterlegscheibe unten hin, dann die Rolle und dann die Mutter und die schraubt ihr sehr fest an. Die Batterien gehen alle, ich schneide mal kurz. So, ich würde dann die Rolle in dem Zustand so 2 Minuten lassen oder so und dann einfach die Rolle wieder abdrehen und so, dann den Washer rausnehmen, wieder dran. In den meisten Fällen geht es dann wieder. Bei mir rollen sie jetzt komischerweise sehr lange, egal. Ist aber erfreulich, aber das geht oft. Also ich habe das damals, als ich noch keinen Sekundenkleber an der Rolle dran gehabt hatte, also das nimmt nur Louis Smalls, mache nebenbei, da habe ich das so jeden Monat einmal machen müssen. Ja, okay, die zweite Möglichkeit ist, naja, die eine Rolle hätte ich jetzt nicht abschrauben müssen. Jedenfalls die andere Möglichkeit ist, mit dem Hammer drauf zu schlagen. also, das geht so. Ihr nehmt die Rolle, also bei mir sieht man es jetzt gut, weil die transparent ist. Unten ist das Kugellager. Und die Mutter würde jetzt normalerweise hier sitzen. Dann geht ihr mit einem Tech-Deck-Tool am besten dort, also es sollte schon so eins sein. Es gibt hier noch welche, die haben so ein längeres Mutternteil und die kommen nicht gescheit in die Rolle rein, also ihr solltet gucken, dass ihr so eins habt. Im Einzelfall gehen auch Black River Tools. Jedenfalls müsst ihr dann mit dem Mutternteil da in die Rolle so reingehen. Okay, und wenn ihr dann so da drin seid, dann kommt ihr mit dem Hammer. Ich hoffe, man sieht's. Ich habe jetzt da hinten so ein. Okay. Und dann schlagt ihr da einfach mal so ein bisschen auch mit dem Hammer auf die Rolle drauf. Also so aufs Kugellager halt. Dann geht das Kugellager dann hinten nämlich wieder ans Ende von der Rolle. Ja, wenn ihr das macht, würde ich euch dann gleich noch empfehlen, dann nochmal den Washer drauf zu machen. Und dann nochmal das mit der Mutter und so, also den vorherigen Schritt nochmal auszuführen, weil das geht dann irgendwie, das ist eine bessere Kombination irgendwie. Also das solltet ihr auf jeden Fall mal probieren, wenn ihr das Problem habt, weil das geht echt relativ gut. Funktioniert auch, also das mit dem Hammer muss man an sich nur sehr, sehr, sehr selten machen. Also ich würde euch empfehlen, zuerst den Schritt mit den Washers durchzuführen, weil der nicht so extrem ist. Ja. Das Ganze funktioniert gut. Wie gesagt, einmal im Monat. Also das mit dem Washer funktioniert nur, wenn ihr die Mutter so stark anziehen könnt, dass ihr jetzt mit der Rolle dann nicht mehr rollen könnt. Aber ihr solltet jetzt auch nicht die Mutter überdrehen, ihr solltet nur gucken, ob es geht oder nicht, aber halt nicht so überdrehen, sodass die Achse dann erst kaputt geht. Ja. Und wenn ihr das dann geschafft habt, dürft ihr die Rolle dann wieder gescheit rollen. Ja, und das mit dem Hammer, nur mal so nebenbei, das kann man gut machen, wenn ihr die Kugellager in eure Rolle einkleben wolltet und die dann zwischendrin stecken geblieben sind, weil da kann das hilfreich sein, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Kugellagerrollen auf Black River Trucks fahren wollt, dann kann das eine Hilfe sein, eine gute Hilfe. Müssen aber allerdings aufpassen. Ja, das war's schon. Rated und schreibt Kommentare. Ciao.